Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns Monster X und Stray Kids. Die haben heute wieder zusammen Comeback wie beim letzten Mal, wo die Jealousy und District 9 war das. Ja, und heute wieder Monster X mit Shootout und I am you. Genau. So, ich bin sehr gespannt, weil wir haben Stray Kids ja gesehen beim KBS. Ihr könnt es das Video anschauen. War mega das, geil. Ja, die waren so mega geil. Ich habe Bias gefunden auch da. Wer ist denn Bias? Ich glaube, der wird Yeongin ausgesprochen oder so. Ist auf jeden Fall der Jüngste. Also meiner ist mega cute und hat richtig geile Grüchen. Meiner ist Felix. So wie bei den meisten. Ja, weil er hat die geile Stimme. Er erinnert mich voll an Bang Yong-guk von BAP. So, fangen wir mit Monster X oder Stray Kids an? Ich will Won Ho sehen. Okay. Ach, Won Ho ist dein Bias, ne? Yes. Ich habe von Monster X keinen Bias, aber gucken wir mal. Eins, zwei und... Ich bin sehr aufgeregt. Okay. Oh mein Gott. Oh nein, nein. Oh. Der ist mein Bias, stimmt. Shonu. Ja. Das ist der Leader. Ja, den Leader mag ich. Da ist... Da war... Oh mein Gott. Wow. Wow. Hallo. Dieser Anfang. Wer ist das? Ich kenne die anderen Namen nicht. Ich weiß nur schon, nur irgendwann noch. Wow. Wow, hat er ein Piercing gehabt? What? Der Dance ist ja mal geil. Wow! Ja, okay, das geht auch. Wow, hast du gesehen, der hat nicht... Nippel! Hi, Kimmy! Oh Gott. Oh mein Gott. Alter. Wow! Kennst du aus? Ey, das Lied fetzt voll. Oh mein Gott. Das war geil. So viele Oberkörper. Geil. Sieht euch doch direkt aus. Scheiße, nicht das. Ey, gehen ja richtig auf. Wow! Hammer! Mein Baby. Guck mal, dieser Blick. Wenn er mich verarscht. Die Maske. Ich glaube, das, was Won Ho anhat, diese Kette, ne? Das war ja bei Baekhyun auch. Weil bei Monster irgendwie am Attack. Ey, das ist schon geil. Ich komm nicht klar. Oh mein Gott, dann wollen wir in der Mitte. Oh mein Gott. Geil. Geil, oder? Was sagst du? Das habe ich echt nicht erwartet, dass das echt so gut sein wird. Oh mein Gott. Also ich finde das ja sogar besser als Jealousy. Ja. Aber weil es auch mehr abgeht, finde ich. Ja.
Ich fand Jealousy auch schon geil. Also damals war ich ja noch nicht so. Von beiden kannte ich die jetzt nicht wirklich. Da war ich noch so. Ja, Monster X hatte die bessere Choreo und so. Ja. Und Stray Kids fand ich das Lied besser, District 9. Aber das jetzt gerade war einfach nur krass geil. Einfach. Also Stray Kids hat es jetzt echt schwer, mich noch umzustimmen. Vor allem, weil Wunho so viel Haut gezeigt hat. Ja, wow. Und diese Blicke, das war schon hart. Das MV war echt sehr schön, finde ich. Also auch gut aufwendig gemacht wieder. Und ja, dass sie viel Haut gezeigt haben. Wow. Das war mega. Und ich habe meinen Bias gefunden, jetzt ehrlich. Nachdem ich ihn gesehen habe. Das ist mein Bias jetzt. Ja, das ist mein Bias-Wrecker. Okay, halt dich zurück. So, jetzt gucken wir uns Stray Kids IMU an. Bin ich gespannt, weil nach Berlin so habe ich mehr so die waren echt geil. Hohe Erwartungen. Weil echt, meiner Meinung nach werden die echt noch groß rauskommen. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich Yongine kennen werde. So viel habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt mit denen. Hauptsache ich erkenne Felix. Es ist das dritte Mal, dass wir eine Action machen. Werbung. Mit dem neuen Galaxy und Wiedersehen. Auf der einen Seite wird es einfacher, weil wir das schon gemacht haben und so weiter. Auf der anderen Seite machen wir uns auch jedes Mal auch ein bisschen. Los geht's. Ich jetzt gerade an BTS aus Run irgendwie erinnert. Das ist oh mein Gott. So Winter. Da war er. Vintage. Mein Zahnstöckchen. Oh, die sind so abgegangen bei dem Lied. Das war so hart. Okay, was kommt jetzt? Ist das nicht die Kamera von District 9 so? Über die doch voll. Okay. Warte, täusche ich mich? IMU. Nach IMU kommt. Da ist er ja. Oh. Wie heißt der? Wer ist das nochmal? Das hast du schon bei District 9 seine Stimme geil fand. Ist auch geil. Wow! Felix! Die haben echt gute Vokalisten, finde ich. Okay, wo ist Yongin? Erkenne ich den? Das sind nur halbe Gesichter. Jetzt erwarte ich etwas noch von Felix. Ich wusste das. Okay.
Wie ist so schön. Ja. Das sieht auch so schön. Wer ist das? Ist es nicht der, der mit den Grüppchen war? Nein. Der hat aber, glaube ich, auch welche. Aber meiner ist der, der. Der hat noch eine Zahnspange. Ich komme gerade nicht klar. Das war voll schön, das Lied. Vor allem der Text. Darunter stand ja der Text. Wow. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Wie die sich entwickelt haben. Das eine ist voll das schöne Lied halt, wo man dann so einfach nur liegt und entspannt und sich das gern anhört. So ein bisschen mitwirken kann und so. Und das andere ist halt so voll Party und so. Wie soll man das denn vergleichen? Das stimmt. Also beides beide top geil. Ist top wieder. Und die Choreos waren auch beide geil. Ja, echt. Bei Monster X vor allem und Stray Kids jetzt auch. Hat mich echt gerade umgehauen. Also ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Bei letzten Comeback von denen konnte ich mich, glaube ich, entscheiden noch. Ich auch. Aber hier, nein. Letztes Mal habe ich noch gesagt Monster X. Dieses Mal von der Choreo her beide. Vom MV her Monster X. Weil... Weil viel Haut. Aber hier, ne? Boah, ich kann mich echt nicht entscheiden. Beides, ich finde jetzt, ich bin gerade so glücklich irgendwie. Zwei neue gute Lieder. Ja, zwei macht Alben. Ehrlich gesagt macht mich das echt sehr stolz. Vor allem, dann weiß ich so, ja, die enttäuschen nicht. Die Monster X habe ich ja schon dieses Preview angehört gehabt. Ja. Da ist auf jeden Fall noch Heart Attack bei, das hat mir gefallen. Mhm. Und die anderen waren auch auf jeden Fall nicht schlecht. Aber Heart Attack hatte irgendwie voll was Cooles. Mhm. Muss man noch anhören eigentlich. Ja, ich bin gerade so happy. Endlich kann ich es mir anhören. Ich musste jetzt warten die ganze Zeit. Ich war so gestresst bei der Arbeit und jetzt sofort hierher gekommen und dann drauf gewartet, um drauf zu reagieren. Ich hätte es mir am liebsten direkt auf der Arbeit angehört, aber ich darf ja nicht. Ich muss ja warten für die Reaction. Sorry. Nein. Also, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne drunter schreiben, welches MV euch besser gefallen hat, ob euch auch beide sehr gefallen hat. Und ja, vergiss nicht zu liken, abonnieren für mehr Reactions. Kommentieren. Genau. Und teilen. Genau. Dann damit tschüss, oder? Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.